Hallo zu einem neuen Video hier auf dem Kanal von Kreative Zeit. Ich bin die Christine und heute möchte ich euch zeigen, wie ihr so eine süße kleine Tote Bag näht. Also das ist ein ganz einfaches Nähprojekt, was auch Anfänger super gut bewerkstelligen können. Und wie wird sie gearbeitet? Also ich habe hier diesen Außenstoff. Der Außenstoff ist mit etwas Volumenvlies abgefüttert. Dann hat die Tasche hier unten so einen kleinen Boden, also vier Ecken. Und dann habe ich hier dieses Gurtband angenäht. Dann habe ich natürlich Innenfutter eingenäht. Dieses süße Pünktchenfutter habe ich dafür gewählt. Und damit ist die Tasche natürlich komplett sauber und man guckt auch nicht auf offene Nähte. Und ansonsten ist auch kein Schnickschnack mehr dran, also keine Reißverschlüsse, keine Innentaschen, wo man vielleicht irgendwie nicht so richtig mit klarkommt als Anfänger. Also ganz einfach gemacht, sieht trotzdem sehr hochwertig aus. Und wenn ihr wissen wollt, wie diese Tasche geht, ja, dann bleibt einfach dran. Ihr braucht zweimal Außenstoff, zweimal Innenstoff und zweimal Volumenvlies, jeweils in den Maßen 30 x 35. Dann braucht ihr noch zwei Stücke Gurtband in 38 cm. Als erstes wird das Volumenvlies auf die äußere Stoffseite gebügelt. Wenn das Volumenvlies soweit aufgebügelt ist, nehmt ihr euch ein Stoffteil und befestigt euch die Gurtbänder. Und zwar werden die 10 cm von der äußeren Kante festgesteckt. Das natürlich auf beiden Seiten. Gucken, dass das nicht verdreht ist. Und der Innenstoff aufgelegt. Das macht ihr auf beiden Seiten und näht die Naht einmal fest. Jetzt haben wir hier unsere beiden zusammengenähten Teile. Die Stecknadeln hier können wir natürlich rausnehmen. Und jetzt nehmen wir uns beide Seiten. Eventuell könnt ihr hier einmal drüber bügeln über die Nähte. Ich spare mir das jetzt. Jetzt legt ihr euch die beiden Seiten jeweils wieder rechts aufeinander, sodass sich die Mitten hier genau treffen. Feststecken. Feststecken. Das Ganze wird ringsum einmal zusammengesteckt und dann näht ihr das auch einmal ringsum fest, lasst aber im Innenfutter hier so eine Handbreit in etwa offen, damit wir die Tasche hier gleich verstürzen können. Jetzt werden alle vier Ecken, also zweimal Innenstoff und zweimal Außenstoff, auseinandergezogen und so gelegt, dass eine Spitze entsteht und die beiden Nähte oben und unten exakt aufeinandertreffen. Dabei entsteht ein 45-Grad-Winkel. Wenn ihr ein Lineal mit einer entsprechenden Markierung habt, könnt ihr das noch einmal überprüfen. Es wird dann eine 10 cm Naht genau im rechten Winkel genäht. Es ist hilfreich, wenn man sich das markiert und feststeckt. Das macht ihr für alle vier Ecken.
Anschließend werden alle vier Ecken zurückgeschnitten. Und die Tasche durch die Öffnung gewendet. Nach dem Wenden muss noch das offene Futter geschlossen werden. Dies könnt ihr mit ein paar Handstichen tun oder mit der Maschine einmal übersteppen. Als letztes muss nur noch die obere Naht füßchenbreit abgesteppt werden und schon ist die Tasche fertig. Ich hoffe, das Video zu dieser kleinen süßen Tasche hat euch gefallen. Wenn ja, freue ich mich immer über einen Daumen hoch von euch. Wenn noch nicht geschehen, drückt die Glocke und abonniert diesen Kanal, damit ihr in Zukunft auch nichts verpasst. Wenn ihr Lust habt, ich freue mich immer über einen Kommentar, also sagt vielleicht einfach mal Hallo. Und ansonsten wünsche ich euch immer eine kreative Zeit.